Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Christian, ich stehe heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox. Ja, einen weiteren Mod aus dem, nennen wir es mal Knebeland Pack vor, was aber nicht wahr ist. Das sind Einzelmods, die euch einzeln laden können, nicht als Gesamtpaket. Wie gesagt, diese Mods sind gefühlt konvertiert aus dem LS19, da gab es ja das Knebeland DLC mit verschiedensten Gerätschaften zur Grasbearbeitung. Und jetzt stelle ich euch quasi das Vicon Extra Pack vor. Das ist quasi bestehend aus dem Frontmähwerk und dem Heckmähwerk und dem Butterfly-Mähwerk. Eins vorab, dieser Mod ist sowohl für PC als auch für Mac, aber auch, und das finde ich richtig cool, auch für unsere Freunde der Konsole, auch die Xbox und PlayStation-Spieler, egal ob Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5. Auch ihr müsst diesen Mod eigentlich bei euch im Modhub finden und könnt ihn dann nutzen, auch auf den Crossplay-Servern. Da nochmal der Hinweis, unter dem Video ist ein Link von MacManus. Dort gibt es immer noch 10% auf die G-Portal-Server, also einfach mal gucken, wenn ihr einen Server braucht, gönnt euch den. Da könnt ihr Cosplay machen, also sprich auch die PC-Spieler mit den jeweiligen Konsolenspielern könnt gemeinsam dieses Pack quasi nutzen. Das Pack besteht wieder aus einem Front- und Heckmähwerk. Von der Qualität her seht ihr ja überragend. Ne? Also da gibt es nichts mehr, kein Diegel sind die lesbar, die Verbindungsschläuche, auch die Sounds gleich sind wirklich wieder on point, aber das ist also wirklich, wirklich gut. Also texturmäßig 1 plus bestellt. Hatten wir aber schon bei der Sämaschine halt auch schon. Im Shop finden wir das Ganze natürlich unter Mähtechnik. Ganz hinten finden wir einmal das Vicon. Das Einzige, was man jetzt hier konfigurieren kann, ist quasi der Hersteller. Man kann Vicon oder man kann halt auch auf Querland gehen, was einem halt lieber ist. Und kostet in der Anschaffung dann halt insgesamt 21.000. Und das Heckmähwerk hat halt eine kleine Besonderheit. Man kann quasi die Schwartablage und die Möglichkeit der jeweiligen Schwartablage also nicht nutzen, dann kostet das Ganze 55.000 und wenn man halt eine Schwartablage in links, rechts oder mittig halt haben möchte, zahlt man halt natürlich mal eben 20.000 mehr und ist dann bei 75.000 und auch hier hat man die Möglichkeit, den Hersteller von Querland oder Vicon zu nutzen, je nachdem was man möchte, hat aber sonst keine weiteren Änderungen. Man hat eine Gesamtarbeitsbreite von 10,2 Meter in Verbindung mit dem Frontmähwerk dann logischerweise. Habt dann eine Komplettfläche von 10,2 Meter, die ihr quasi bearbeiten könnt. Wiegt 3,7 Tonnen, benötigt 240 PS und hat eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Ich habe das Ganze jetzt hier konfiguriert mit der Schwartablage logischerweise, um euch das Ganze zu zeigen. Da habe ich einen schönen Deutschkopf zur Verfügung gestellt. Ne, ihr seht vorne, ganz normal, die Sounds sind da. Ihr hört es. Und was man jetzt machen kann, wenn ihr seht, mit Steuerung Z könnt ihr jetzt quasi die jeweilige Ablagemöglichkeit nutzen. Also Steuerung Z könnte jetzt sein, das ist jetzt zum Beispiel Breitablage, das ist Schwartablage, Schwartablage links, dann wird alles nach links geschoben, Schwartablage rechts, ihr seht hinten, die beiden Förderbänder bewegen sich dann, oder Breitablage. Ich werde jetzt einfach auf Breitablage lassen, wir machen einmal Schwartablage, weil ich halt euch dann noch mehrere Sachen aus dem Pack zeigen möchte und dann brauche ich halt auch mit Breitablage. Ihr seht, Sound ist da, der Deutz fährt den Drehzahl mit in den Drehzahl hoch und wir starten hier ins Feld. Und ihr seht, es funktioniert einfach. Das ist ein schöner Start auf der vollen Arbeitsbreite. Funktioniert sehr, sehr gut. Wir können die bisher mal ändern. Schwartablage links, dann sehen wir, es fährt. Das linke Mähwerk von oben aus gesehen schiebt in die Mitte und das rechte macht es halt auf breit, also ändert sich nichts. Dann machen wir mal das Ganze auf die andere Seite, da seht ihr dasselbe. Jetzt ist das rechte Mähwerk, was gerade wieder in die Mitte wirft und das linke ganz normal. Und ganz zum Schluss machen wir jetzt mal die Breitablage und ihr seht, ich lasse meine Helfer jetzt fahren. Jetzt macht er natürlich auch breit. Und dann die Sounds sind da. Und es funktioniert einwandfrei, das würde ich sagen. Das würde ich sehr, sehr gut machen. Ja. Wie gesagt, mehr gibt es zu diesem Mod eigentlich gar nicht zu sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet, dass das Querland quasi in dieser Ausmaße wieder zurück in den LS, also in den LS22 gekommen ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.